Herein, herein, wir laden alle ein. Herein, herein, wir laden alle ein. Herein, herein, kommt alle zu mir. Ja, hier gibt es eben Gottesdienst. Ja, alle, kommt mal einfach in die Kirche. Hallo? Ist überhaupt jemand da? Ist die Kirche so leer? Warum kommen die Leute nicht? Wir laden doch alle ein. Die Kirche ist offen. Aber die Bänke sind leer. Was ist los? Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wie sind Sie? Was ist los? Ein Festmahl werde ich für euch gestalten. Da werden die besten Speisen angeboten. Was wollt ihr? Im Leben habt ihr wahrscheinlich nie so ein Essen gehabt und geschmeckt. Das Beste, was ihr im Leben haben könnt. Und sogar den auserlesenen Wein gibt es hier. Und so lädt eben Gott in der Lesung an diesem Wochenende vom Buch Jesaja, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Ja, die besten Speisen und auserlesene Weine gibt es für alle, die kommen. Ihr seid alle eingeladen. Das ist, ja, ich trinke auch sehr gerne den badischen Wein. Aber hier geht es in dieser Lesung um den Wein des Paradieses. Ein paradiesischer Wein wird angeboten. Kein Winzer kann das machen. Und so der beste Wein und die wunderbaren Speisen werden angeboten. Im Evangelium wird eben Jesus auch eine Geschichte erzählen, wo der König zu der Hochzeit alle einlädt. Aber was passiert? Die Gäste, die eingeladen werden, haben viele Gründe, warum sie nicht kommen können. Der eine hat jetzt gerade ein Haus gebaut und der andere muss irgendwie im Acker arbeiten und der andere hat gerade keine Zeit und der andere wird sogar zornig und er misshandelt sogar die Botschafter, die diese Nachricht bringen und diese Einladung bringen. Unglaublich, oder? Was würden Sie sagen? Der König lädt ein. Alles, das Beste gibt es. Aber da kommt keiner. Die eingeladenen Gäste kommen einfach nicht. Können Sie sich das vorstellen? Und genauso sage ich als Priester, als Pfarrer, wenn die Kirche leer ist und wenn ich sage, das eucharistische Mahl, das Beste, was ein Mensch haben kann für den Geist und für die Seele, da ist die Kirche leer. Es gibt verschiedene Gründe. Ah ja, der Pfarrer Lourdes, der ist langweilig. Oder die Gottesdienste, die sind altmodisch. Oder ja, wer geht in der heutigen Zeit zur Kirche? Oder ja, heute ist doch ein wunderbares Programm im Fernseher. Oder heute will ich mal sehr gerne zum Schwimmen gehen. Wenn ich manchmal die Leute frage, ja, kommen Sie zum Gottesdienst? Oh, ich weiß nicht, ob ich denn Zeit habe. Was ist los mit uns? Warum sind die eingeladenen Menschen nicht da? Und das ist eine Frage, die ich habe und gerne diese Frage auch mit Ihnen reflektieren möchte. Sagen Sie mir, was können wir tun, damit die eingeladenen Gäste da sind, dass sie wirklich das Festmahl genießen können, dass sie nicht ja, einfach wegbleiben. Oder auch die Menschen, die kommen, die haben manchmal keinen Appetit. Sie sitzen bloß, weil sie denken, das ist die Pflicht, dass man zum Gottesdienst kommen soll. Das Eucharistiemahl, ja, für sie nicht unbedingt das, was ihre Sehnsucht stillt. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, heute gebe ich Ihnen und mir eine Antwort.
keine Antwort, sondern ich möchte einfach mit ihnen reflektieren. Was macht der König in dem Evangelium? Er lädt sogar alle anderen Menschen, die auf der Straße sitzen, die Wohnsitzlosen, die Bettler, alle mögliche. Und dann wird der Saal voll. Sollen wir im abendländischen Christentum auch das probieren? Einen schönen Sonntag für Sie. Aus dem Heiligen Evangelium nach Matthäus. In jener Zeit erzählte Jesus den Hohenpriestern und den Ältesten des Volkes das folgende Gleichnis. Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem König, der die Hochzeit seines Sohnes vorbereitete. Er schickte seine Diener, um die eingeladenen Gäste zur Hochzeit rufen zu lassen. Sie aber wollten nicht kommen. Da schickte er noch einmal einen Diener und trug ihnen auf. Sagt den Eingeladenen, mein Mahl ist fertig, die Ochsen und das Mastvieh sind geschlachtet, alles ist bereit. Kommt zur Hochzeit. Sie aber kümmerten sich nicht darum, sondern der eine ging auf seinen Acker, der andere in seinen Laden. Wieder andere fielen über seine Diener her, misshandelten sie und brachten sie um. Da wurde der König zornig. Er schickte sein Heer, ließ die Mörder töten und ihre Stadt in Schutt und Asche legen. Dann sagte er zu seinen Dienern, »Das Hochzeitsmahl ist vorbereitet, aber die Gäste waren es nicht wert, eingeladen zu werden. Geht also hinaus auf die Straßen und ladet alle, die ihr trefft, zur Hochzeit ein.« Die Diener gingen auf die Straße hinaus und holten zusammen, die sie trafen. Böse und Gute, und der Festsaal füllte sich mit Gästen. Als sie sich gesetzt hatten und der König eintrat, um sich die Gäste anzusehen, bemerkte er unter ihnen einen Mann, der kein Hochzeitsgewand anhatte. Er sagte zu ihm, »Mein Freund, wie konntest du hier ohne Hochzeitsgewand erscheinen?« Darauf wusste der Mann nichts zu sagen. Da befahl der König seinen Dienern, bindet ihm Hände und Füße und werft ihn hinaus in die äußerste Finsternis. Dort wird er heulen und mit den Zähnen knirschen. Denn viele sind gerufen, aber nur wenige auserwählt.